Jetzt auf OE24TV. Die Insider, der große Polit-Talk. Heute mit diesen spannenden Themen. Faule Abgeordnete. Soll Strafen geben fürs Parlament schwänzen? Reform oder Retro-Regierung? 150 Euro. Wer kann davon leben? Genau darüber diskutieren im Studio bei Niki Fellner, die Insider, Ewald Stadler, Sebastian Born-Mehner, Gerald Gross und Georg Hoffmann-Ostenhoff. Jetzt auf OE24TV. Die Insider, der große Polit-Talk. Nur auf OE24TV. Ja, willkommen bei den Insidern. Heute bei uns zu Gast vier spannende Polit-Insider, die sehr unterschiedliche politische Positionen vertreten. Aber das macht es ja besonders spannend. Wir haben drei Themen, über die wir heute sprechen wollen. Einerseits ein bisschen das Sommerloch-Thema der letzten Tage. Die jungen ÖVP-Abgeordneten fordern jetzt Strafen für faule Abgeordnete. Wir haben ja ein paar ehemalige Abgeordnete hier bei uns sitzen. Wir werden fragen, wie faul die Abgeordneten denn wirklich sind. Dann die Regierung. Jetzt im Sommer hat sie eine kurze Verschnaufpause. Wie war das erste halbe Jahr? Ist es eine Retro-Regierung? Ist es eine Reformregierung? Und als drittes Thema der Aufregersaga unserer Sozialministerin. Mit 150 Euro kommt man ein ganzes Monat durch. Schafft man das wirklich oder nicht? Auch darüber werden wir mit unseren Gästen sprechen. Bei uns zu Gast aus dem Fellner Live-Studio rübergewechselt der ehemalige BZÖ-Chef und Politblogger Gerald Gross. Hallo. Guten Abend, Herr Fellner. Ja, diesmal nicht mit Rudi Fussi, sondern gleich mit drei Gegnern. Der ehemalige FPÖ- und BZÖ-Politiker Ewald Stadler. Grüß Gott. Grüß Gott. Der Liste Pilz-Rebell und mittlerweile auch ehemalige Liste Pilz-Politiker, weil er ausgetreten ist oder rausgeworfen wurde, je nachdem. Beides eigentlich, Sebastian Born-Mehner, hallo. Guten Abend. Und der Profiljournalist Georg Hoffmann-Ostenhoff, hallo. Ja, starten wir gleich. Faule Abgeordnete, Addendum, hat eine Bilanz veröffentlicht, wonach einige Abgeordnete, Christian Kern unter anderem, bei 70% der Abstimmungen gefehlt haben. Ist das ein Spiegelbild des österreichischen Parlaments? Sind unsere Abgeordneten wirklich faul oder ist das, sage ich mal, nur eine Momentaufnahme und sind es eigentlich nicht die Abstimmungen, die wesentlich sind, sondern die parlamentarische Arbeit dahinter, die Urausschüsse, die Arbeit in den anderen Ausschüssen, an den Gesetzen etc.? Ein Abgeordneter zum österreichischen Nationalrat bekommt, glaube ich, derzeit 8.900 Euro brutto, das 14 Mal im Jahr, plus einen monatlichen Spesenaufwand von mehr als 1.000 Euro brutto für netto. Und dafür können sich die österreichischen Steuerzahlerinnen und Steuerzahler durchaus erwarten, dass auch eine Leistung erbracht wird. Und diese Leistung erwartet sich der Bürger sowohl im österreichischen Nationalrat, in den Ausschüssen, als auch im Plenum. Es ist hanebüchern, es ist eine dumme Ausrede, wenn jene, die im Plenum den ganzen Tag fehlen, dann behaupten, dass währenddessen wichtige Ausschüsse stattgefunden hätten. Es ist in der Regel so, dass am Plenartag keine Ausschüsse stattfinden und dass daher die Anwesenheit im Plenum eine absolut notwendige ist. Ganz im Gegenteil, ich kann mich erinnern an die, unlängst war der Todestag von Barbara Brammer, sie ist vor 4 Jahren verstorben, die uns Abgeordneten damals, zumindest in der Legislaturperiode, wo ich mit Ewald Stadler die Ehre hatte, im österreichischen Nationalrat tätig zu sein, uns regelmäßig die Mails zukommen hat lassen von Zusehern der Parlamentsberichterstattung, dass sich sehr viele Bürger geärgert haben, dass die Abgeordneten nicht an den Debatten teilnehmen. Und ich ärgere mich auch, dass im EU-Parlament bei sehr wesentlichen Debatten, jüngstes Beispiel war Auftritt des amtierenden Ratspräsidenten Sebastian Kurz, vor schütteren Besucherrängen von 50 EU-Parlamentariern von mehr als, musst du mir helfen, 750, dann 50 drinnen sitzen, die aber alle für den Tag Spesen, Diäten und Sitzungsgelder kassiert haben. Wenn der Herr Katzian vom ÖGB zu 70% in 9 Monaten fällt und der ehemalige Bundeskanzler Christian Kern, dann mag das zwar jetzt eine Sommerlochdebatte sein, ich halte jetzt von dieser gouvernantenhaften quasi Sanktionen mit Strafgeldern, von dieser Diskussion heute gar nichts. Wir leben in einer gesunden Demokratie. Wenn ein Abgeordneter seine Leistung nicht erbringt, wird in 4 Jahren wieder abgewählt. Das ist die Sanktion, die wichtig ist. Also von dieser Konsequenz halte ich nichts. Aber es einmal aufs Tapet zu bringen, dass es offenbar nicht unbedingt den Arbeitseinsatz gibt, den man normalerweise von den Bürgerinnen und Bürgern unseres Landes nicht nur erwartet, sondern diese auch erbringen, das halte ich durchaus für vernünftig, dass das einmal diskutiert wird.
Sebastian Born-Mehner, Sie waren auch im Parlament tätig, nicht als Abgeordneter, aber als parlamentarischer Mitarbeiter, wenngleich auch nicht besonders lang, aber ein halbes Jahr, ein bisschen was haben Sie mitbekommen. Wie ist denn Ihr Eindruck? Wird da gearbeitet? Arbeiten die Abgeordneten oder sind das faule Arbeitshager? Naja, ich kenne nicht alle Abgeordneten persönlich, aber ich glaube, die Diskussion, die wir führen müssen, und das ist auch eine notwendige, nicht nur für Sommerloch, sondern grundsätzlich ist, wie ist um den Parlamentarismus bei uns bestellt? Da ist die Anwesenheit für mich sekundär. Und die Diskussion rund um Christian Kern halte ich für relativ widerlich, weil da wurde ganz klar aus einem persönlichen Schicksalsschlag politisches Kapital gezogen. Das finde ich absolut verwerflich. Aber die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, wie unabhängig und wie eigenverantwortlich, wie selbstbestimmt sind unsere Abgeordneten eigentlich? Wenn man weiß, dass über den Clubzwang in gewissen Parteien Menschen de facto degradiert werden zu Marionetten, die Hand heben dürfen, wenn eine Interessensgruppe sich gerade mal durchgesetzt hat oder wenn jemand von oben das diktiert, dann müssen wir uns schon fragen, ob das der Parlamentarismus ist, so wie er eigentlich auch in unserer Verfassung vorgesehen ist, oder ob es nicht im Endeffekt zur Schaustellung von Macht gewisse Interessensblöcke ist. Und ich finde, die Diskussion sollten wir führen. Die sollten wir auch nicht festmachen an der Frage der Anwesenheit, obgleich ich natürlich der Meinung bin, dass Menschen, die so viel verdienen und die auch eine so große Verantwortung tragen, weil 183 Menschen repräsentieren fast 9 Millionen Österreicherinnen und Österreicher, auch anwesend sein sollten zu den wenigen Sitzungen, die es da in Wirklichkeit gibt. Zumal sie sich ja in der Regel auf einen recht großen Mitarbeiterinnenpool stützen können. Einerseits die persönlichen Mitarbeiterinnen, die parlamentarischen Mitarbeiterinnen, andererseits auch die Referentinnen und Referenten in den Clubs, bis hin zu den Vorfeldorganisationen, die ja einige Parteien haben, Parteiakademien und so weiter. Also da passiert irrsinnig viel Arbeit, da ist ein gutes Netzwerk da und in Wirklichkeit kann man keiner erzählen, dass es nicht möglich ist, da regelmäßig bei den Sitzungen teilzunehmen. Ich glaube, das kann man als Bürgerinnen und Bürger auch erwarten und das ist auch gut, wenn wir da mal eine Diskussion führen. Aber bitte nicht auf der scheinheiligen Ebene bleiben, nicht oberflächlich sich nur die Anwesenheiten anschauen, sondern schauen wir uns auch wirklich an, wie schaut es eigentlich mit dem Abstimmungsverhalten aus? Und wo sind eigentlich auch die Widersprüche zwischen dem, was Menschen sagen, dass sie vor einer Wahl versprechen und was sie alles umsetzen werden und dann einer nach der Wahl alles vergessen haben? Das finde ich nämlich die viel wichtigere Frage. Also wie verlässlich ist unser parlamentarisches System eigentlich? Auf was können sich die Bürgerinnen und Bürger eigentlich noch verlassen? Dass man die Anwesenheit ist für mich sekundär. Wichtiger ist vielmehr, was macht er, wenn er da ist? Und das ist etwas, was wir diskutieren sollten und durchaus auch nach dem Sommer. Herbert Schadler, sind das nur noch Marionetten, die Parlamentarier, weil die Regierung ihnen, sage ich einmal, vorgibt, für was sie zu stimmen haben, also jetzt sozusagen die ÖVP und die FPÖ-Fraktionen und die anderen sind halt Zuschauer? Marionetten gibt es in allen Fraktionen. Es gibt Marionetten, es gibt solche, die ihren Haufen führen und es gibt solche, die sozusagen die anderen mitschleppen müssen. Da gibt es die berühmten Hinterbänkler, die immer nur schauen, was die vorne machen. Nein, das führt am Kern des Problems vorbei. Ich glaube, dass der Wähler ein Recht darauf hat, dass der gewählte Volksvertreter am Kern der Meinungsbildung, nämlich in der Abstimmung, teilnimmt. Ja, und da bitte gibt es für mich kaum Gründe, die mir erklärbar machen, dass jemand an der Abstimmung nicht teilnehmen kann. Und der Bürger kann auch erwarten, dass der Parlamentarier an der Debatte im Plenum teilnimmt. Ja, ich bin sehr fleißig unten gesessen und hätte auch 1000 Gründe gehabt, permanent mich aus dem Plenum zu schleichen, habe ich nicht gemacht. Ja. Das ist eine Grundsatzfrage, wie ich es mit Parlamentarismus halte. Wenn der Parlamentarismus sozusagen nur mehr zur Versorgung dient, dann ist der Parlamentarismus sehr rasch, aber schafft er sich selber ab. Das heißt also, dass 70% Abstimmungsabsenzen gibt und ähnliches mehr, und da ist der Kern sicher kein Einzelfall, ja, das ist eine Unverschämtheit. Und das hat nicht einmal was mit dem Gehalt zu tun, das ist einfach eine Unverschämtheit. Die lass mich doch nicht wählen und dann bin ich nicht, erfülle ich die Aufgabe nicht, für die ich gewählt wurde. Das ist eine schlicht und einfach eine Unverschämtheit, die sich aber auf meiner Ansicht nach selber lösen wird. Da braucht man keine Strafen, sondern das wird so ähnlich sein wie im EU-Parlament, das wird nur transparenter sein. Ich gehe davon aus, ich kenne die Pläne nicht, aber ich gehe davon aus, dass das neue Parlament nach der Renovierung des Hauses eine elektronische Abstimmungsanlage haben wird. So wie man das im EU-Parlament hat. Und das heißt, da sieht man ganz genau, wenn der seine Karte hineinsteckt, war er bei der Abstimmung da, dann kann man auch die namentlichen Abstimmungen ausdrucken, dann kann man auch namentlich nachvollziehen bei 183 Volksvertretern, was jemand vor der Wahl in seinem Wahlkreis gesagt hat und was er dann namentlich, das ist dann sozusagen erfassbar, im Parlament dazu gemacht hat. Und dann kommt er unter Erklärungsnotstand. Und das verlagert die Debatte sozusagen auch in den außerparlamentarischen und in den vorparlamentarischen Raum. Das ist nur gut so. Das heißt, Transparenz ist auch etwas, was den Abgeordneten dann zwingt, seine
Aufgabe, für die er sich hat wählen lassen und aufstehen hat lassen, zu erfüllen. Das Problem ist derzeit nach wie vor, dass sozusagen die Hinterbänkler und die Parteifunktionäre, die Spitzenfunktionäre sich durch Zuarbeiten von hauptberuflichem Personal, Sie haben es schon erwähnt, sehr einfach machen können und dann einfach nicht da sind. Und das, ich muss wirklich dazu sagen, das war auch immer eine Debatte mit Jörg Haider seinerzeit, der auch viel zu tun hat und viel unterwegs war, aber bei den Abstimmungen und bei der Debatte war er da. Ja? Und das hat, es hat Dutzende Funktionäre gegeben, die geglaubt haben, sie müssen auch noch die Plenartermine mit irgendwelchen Terminen vollpflastern. Das hat er abgeblockt. Ja? Und das könnte der Herr Christian Kern auch. Und das könnte jeder andere auch. Herr Hofmann-Ostenhof, sind die Abgeordneten faul? Gehören sie bestraft? Blödsinn, das Ganze. Das ist eine Ablenkung. Das sind unangenehme Themen. 12-Stunden-Tag, 150 Euro im Monat. Das sind lauter unangenehme Themen. Katastrophe mit der Sozialministerin. Also was sucht man? Also man ja, kann nicht dauern. ÖVP Ihrer Meinung nach. ÖVP, Regierung, wie auch immer. Man kann nicht dauernd die Flüchtlinge machen. Das ist die beste Ablösung. Aber das geht nicht dauernd, also macht man faule Parlamentarier, faule Politiker. Ja, das ist doch lächerlich, das ist kein Thema. Das ist ein vollkommener Blödsinn. Ja, also natürlich ist, sind manche Leute aktiver im Parlament, manche Leute weniger aktiv, manche reden viel, manche reden weniger. Also bitte, das Parlament krankt nicht daran, dass die Leute faul sind. Möglicherweise krankt das Parlament an der Qualität des Parlaments, ja, an der Qualität der Abgeordneten, ja, an der rhetorischen mangelnden Fähigkeit, die man manchmal sieht, wenn man das vergleicht, also mit etwa mit den deutschen Parlamentariern. Also so quasi die ganze Kultur. Also das Geringste ist, dass die Leute nicht zur Abstimmung gehen. Ja? Ich habe vollständiges Verständnis dafür, dass man, wenn man weiß, dass man, wenn jemand weiß, dass er dass seine Stimme eh keine Bedeutung hat, weil es sowieso schon ausgemacht ist, wie das ausgeht, dass der diesmal nicht zur Abstimmung geht. Und das ist ein Thema, das wirklich kein Thema sein soll, weil das ist eindeutig eine Ablenkung, ein Ablenkungsmanöver. Fünf Klopop-Leute mit gewichteten Stimmen, dann kommt das Gleiche heraus. Ja. Dann können wir uns alle anderen sparen. Also dann sparen wir uns. Das ist so wie faule Abgeordneten, prassende Diplomaten. Das sind die klassischen Themen, wie man also Leute so aufgehanselt. Aber ja. Herr Hofmann, und das ist auch schädlich. Ja, das ist auch schädlich. Stimmt, es geht noch in all die Richtung, dass man sagt, die Politiker, das sind eh alle Gauner, das sind eh alle Obezarer. Ja, das unterstützt nur jene antipolitische Haltung. Aber jetzt sage ich Ihnen Folgendes. Das sind aber schon die Schuld, die nicht da sind, oder? Nicht die Schuld, die es aufzeigen. Das sind die Schuld, die nicht da sind bei der Abstimmung, sondern nicht die, die es aufzeigen und die darüber diskutieren. Das ist ja noch schöner. Ich darf Ihnen Folgendes sagen, weil Sie das Argument Ablenkung gebracht haben. Außerdem ist es lächerlich und widerlich, das mit Strafen. Das ist ja jetzt lächerlich. Da hat der Herr Oehlinger von der Verfassungsrechtler gesagt, ja, ich sage Ihnen Folgendes. Ich habe mich immer gegen diese Strafendiskussion gewehrt. Das hat einmal zu unserer Legislaturperiode oder in meiner einzigen in dem Fall, die Diskussion gegeben, Strafen wegen Ordnungsrufe. Können wir uns auch erinnern? Das gouvernantenhafte Parlament. Ja, Haltungsnoten zu verleihen für die rhetorische Auseinandersetzung, wenn nicht und wo, wenn nicht im Parlament. Aber jetzt sage ich Ihnen Folgendes, weil Sie sagen Ablenkungsmanöver. Schauen Sie, jedes Jahr wie Loch Ness, auch in der österreichischen Medienlandschaft, bilanzieren alle Zeitungen, und da nehme ich das Profil nicht aus, die fleißigsten und die faulsten Abgeordneten. Und das holen sich die Journalisten von der Parlamentsdirektion, von www.parlament.gv.at selbst herunter, zählen die Reden, die Ausschussmitgliedschaften herunter. Seit 30 alles. Jahren lesen wir diese Diskussion. Und wenn Sie jetzt, lassen Sie mich ganz kurz ausreden. Beim Reden lasse ich mir das einreden. Naja, aber wenn einer 70% der Sitzungen nicht da ist, weil eine Sitzung impliziert ja auch die Abstimmung, dann ist das ein Armutszeugnis des Parlaments. Und jetzt sage ich Ihnen Folgendes.
Wenn man das Parlament liebt und wenn man die Demokratie liebt und den Parlamentarismus liebt und die politische Auseinandersetzung sucht und den Austausch von Überzeugungen, dann, und wenn man Politik als Leidenschaft versteht und nicht nur als billiges Geschäft, dann sitzt man im Parlament von 8 Uhr in der Früh bis 24 Uhr. Und dann geht man hin und wieder hinaus, wenn man entweder Zigaretten raucht, wenn man einen Kaffee trinkt oder Mittag isst, ganz kurz. Aber man kommt seiner Verpflichtung nach. Und daher ist es kein Ablenkungsmanöver. Ich weiß schon, das hätten Sie gern. Aber wenn Sie jetzt glauben, dass bei einer brustschwachen Opposition, die nicht imstande ist, den 12-Stunden-Tag länger als 2 Wochen zu köcheln und die 150-Euro-Debatte nicht länger als 8 Tage zu köcheln, dass dann plötzlich die Regierung ein Ablenkungsmanöver gegen eine brustschwache... Sie werden sich noch wundern. Dann sind wir, Herr Redakteur, dann sind wir beim viel berühmten Aluhut. Ja? Dann sind wir bei der Verschwörungstheorie und dann möchte ich bei Ihnen nicht lesen... Aluhut ist ja die FPÖ-Geschichte, ne? Nein, aber es soll auch durchaus Redakteure geben, die Verschwörungstheorien nicht zu sehr... Aluhut ist doch von der FPÖ eingebracht worden. Ja, aber wenn Sie mir heute sagen, das war ein Ablenkungsmanöver, dann entspringt das ungefähr der gleichen Quelle einer Verschwörungstheorie. Das ist doch kein Ablenkungsmanöver. Es ist jedes Jahr in der Zeitung die Bilanz der Abgeordneten. Jedes Jahr. Sie wird immer schlechter. Das ist das Problem. Ja, sie wird immer schlechter. Wir machen eine kurze Verschnaufpause und dann kommen wir gleich zurück und dann reden wir über die Regierung. Ich glaube, das liegt Ihnen eh schon auf der Zunge. Ist es eine Retro-Regierung, nehme ich an, oder ist es eine Reformregierung? Ganz kurze Pause und dann sind wir gleich zurück. Jetzt auf OE24TV, die Insider, der große Polit-Talk. Heute mit diesen spannenden Themen. Faule Abgeordnete, soll Strafen geben fürs Parlament schwänzen? Reform oder Retro-Regierung? 150 Euro, wer kann davon leben? Genau darüber diskutieren im Studio bei Niki Fellner, die Insider, Ewald Stadler, Sebastian Born-Mehner, Gerald Gross und Georg Hoffmann-Ostenhoff. Jetzt auf OE24TV, die Insider, der große Polit-Talk. Nur auf OE24TV. Ja, willkommen zurück bei den Insidern auf OE24TV. Heute bei uns zu Gast Gerald Gross, Ewald Stadler, Sebastian Born-Mehner und Georg Hoffmann-Ostenhoff. Jetzt könnte es hitzig werden, glaube ich. In der ersten Runde schon hitzig geworden. Ich glaube, jetzt noch mehr. Regierung ist knapp 7 Monate im Amt. Ist es eine Retro? Ist es eine Reformregierung, ist die Frage. Ich glaube, Ihre Meinung kenne ich. Es ist eine Retro-Regierung, sind Sie der Überzeugung, oder? Noch ganz kurz zum letzten Punkt. Ich meine, es ist ja lächerlich, dass die ÖVP jetzt über die faulen Abgeordneten redet, wo also der Kurz, der Schwänzer Nummer 1 in der österreichischen Politik ist. Also gut. Jetzt kommen wir zur Regierung. Warum ist das Ihrer Meinung nach eine Retro-Regierung? Zunächst einmal, wo sind die Reformen? Ich sehe keine Reformen. Was ich sehe ist Abbruchunternehmen, ein Abbruchunternehmen. Ja? Also das heißt, Sie wollen überall kürzen, dort, wo es am meisten die Krankheit betrifft. Ja? Das heißt, man will also die Sozialpartnerschaft kleinreden, man will die kürzen dort, wo es absolut notwendig ist. Überall dort, wo es notwendig ist, wird gekürzt werden. Kindergärten, das, was ganz wichtig ist, für Mindestsicherung soll gekürzt werden. Das wird zunächst einmal nur die Ausländer, aber dann zusätzlich bedeutet das natürlich für kinderreiche Familien in Österreich auch. Das heißt, Kürzung da. Das AMS soll um 400 Millionen gekürzt werden. Bitte? Das sind ja gar nicht heraus. Nein, aber soll. Ja, es sind lauter Geschichten, die gegen die Leute gehen. Ja? Und ich verstehe das ja überhaupt nicht. Der Stadl ist ja, und ihr seid ja alte FPler. Ja? Also, ich meine, die FP geriert sich immer als die Partei der kleinen Leute. Und es wird hier, und das ist das Erschütternde, ja, offensiv eine Politik gegen die Leute gemacht. Ja? Gleichzeitig also für die eher Wohlhabenden, die freuen sich eher. Ja? Und Unternehmen freuen sich eher. Das war doch immer schon so. Das war doch unter Schwarz-Blau 1 genau das Gleiche.
Also die SPÖ Schon, aber jetzt ist es direkt, also jetzt ist es so noch viel offensichtlicher. Ja, das ist ungenierter. Der Herr Stadl wird mir ja recht geben, ja, weil der kommt leider ja nicht ganz umhin, genau, das zu tun. Ja. Der weiß ja ganz genau und kennt auch die Basis der FPÖ. Mhm. Und das trifft genau die Basis der FPÖ. Ja? Mhm. Also die Wählerbasis der FPÖ. Ja? Aber also, die FPÖ sind doch ihre eigenen Wähler, ihre eigene Basis vollkommen blöd. Nein, aber das Wesentliche ist, dass ich meine, bis jetzt nicht erkannt wird, die Basis. Herr Stadler, macht sich die FPÖ unglaubwürdig mit den Reformen, die da jetzt in den letzten Wochen... Ich rede noch gar nicht von der FPÖ, bleiben wir noch bei der Regierung als Gesamt. Also ich habe mit dem Herrn Hoffmann-Osnoff vor einigen Monaten eine Diskussion gehabt und er hat also alle möglichen Befürchtungen gehabt, was da von der Regierung kommen wird. Nichts ist gekommen. Bis jetzt haben sie noch nichts gesagt. Das heißt, die Regierung hat viel angekündigt an Reformen, aber es hat einen eigenen Minister dafür bestellt und es ist keine Reform in Sicht. Ich möchte mal wissen, wo die großen Würfe sind aus der Regierung. Jetzt tut man mal nur repräsentieren, ja, ist einmal sozusagen nur Ratspräsidentschaft und schiebt jedes größere Thema in Wirklichkeit sozusagen ins nächste Jahr hinein. Dann wird man sagen, es sind die Wahlen zu nahe, da kann man auch wieder nicht reformieren. Das heißt, also, es ist der Reformstau nicht behoben. Und das wird immer deutlicher, je länger natürlich diese Regierung im Amt ist, umso mehr wird man sich fragen, wo sind die großen Reformen? Sie sind bisher nicht erkennbar. Was stimmt ist, dass man das Übliche macht, nämlich sozusagen dem Finanzminister den roten Streichstift in die Hand gibt und sagt, okay, bei denen, die sozusagen sich eh nicht wehren können, da kürzt man runter. Das ist Wählerpotenzial bei der FPÖ, das ist jetzt genau das Thema, das Sie jetzt anschneiden wollten. Das wird die FPÖ auch zu spüren bekommen, ganz sicher. Sie hat nur das Glück, und da bin ich wirklich bei groß, dass die SPÖ, aber auch die anderen Oppositionsparteien, sackschwach sind. Wenn es eine starke, leistungsfähige, engagierte und vor allem wirklich auch angriffige SPÖ gäbe, ja, die sich nicht sozusagen in den Haute-Volée-Kreisen herumschlägt, sondern wirklich bei den sozial Schwachen unter Mobilisierungskraft entwickeln würde, dann hätte diese Regierung ein echtes Problem. Und genau das ist der Grund. Wenn ich nach wie vor in der FPÖ wäre, wäre ich sozusagen schon wieder bei der Knittelfelder Versammlung. Das garantiere ich Ihnen. Ja? Weil das ist genau. Ich würde dafür sorgen, dass diese Regierung aus den eigenen Kreisen, aus den eigenen Reihen Druck kriegt, um das einzuhalten, was sie den Leuten versprochen haben. Die FPÖ glaubt, nein, das ist leider nicht, weil es fällt da der Kopf momentan. Ja? Aber die FPÖ glaubt, dass sie die eigene Wählerschaft mit ein bisschen Anti-Ausländer-Unterhaltungsprogramm bei Laune halten kann. Das genügt offensichtlich noch. Ja, aber zunehmend mehr Kreise aus der FPÖ-Wählerschaft, insbesondere jene, die sie aus der SPÖ gewonnen haben, werden unzufrieden. Aber die sind auch mit der SPÖ nicht zufrieden. Das heißt, die werden in Belgien irgendwann einmal ein bisschen heimatlos in der politischen Gegend umeinander sein. Das ist eine Chance für eine neue Partei, das sage ich auch gleich dazu. Die wird sich hier früher oder später wird sich das so wie in Deutschland draußen im linken Spektrum eine neue Partei herausbilden, wenn die SPÖ genauso versagt wie die SPD. Aber das Wählerpotenzial wird in erster Linie derzeit von den Blauen verraten. Herr Grosse, sehen das ein bisschen anders, glaube ich, oder? Nein, ich hätte auch noch gern dem Herrn Born-Mehner, also da in dem Chor der Regierungskritiker, gerne zugehört. Das ist ja auch leicht durchschaubar. Es hat ja alles seine Gründe, warum man etwas sagt. Der Herr Redakteur verhärmt, weil die Sozialdemokratie am absteigenden Ast ist. Ewald Stadler verhärmt, weil mandatslos und parteilos nach FPÖ, BZÖ, REKOS. Die kleinen Leute sind verhärmt, nicht die. Ich brauche die Regierung. Biologisch. Ich habe ihm bei seinem Vortrag wunderbar zugehört. Biologisch, Golgotha vor sich sehend und zwar auch politisch. Und dann halt. Der Hang nach den guten alten Zeiten, ma, war das doch klasse, ein Knittelfeld wieder und ein bisschen intrigieren und ein bisschen das Blut stechen und alles drum und dran. Das tut natürlich dem Ewald Stadler weh, dass er in dieser Frage halt nicht mehr gefragt ist. Ich sage Folgendes, die österreichische Bundesregierung ist seit 7 Monaten im Amt. Sie hat sehr viele Initiativen auf den Weg gebracht, sie hat die Hauptverbandsreform. Wir sind nicht beim Tatort und ich bin ja in keiner... Entschuldigung, Ewald, ich bin in keiner Verhörsituation. Das hast du damals in der Politik im Club machen können und einzelne Abgeordnete nötigen können. Das ist eine andere Geschichte. Wo ist die Reform des Hauptverbandes? Und ich referiere trotzdem weiter. Sie haben eine Punktation vorgelegt, wo sie von 22 Sozialversicherungsträgern, wie der Rudolf Fussi mittlerweile, von 22 Sozialversicherungsträgern auf 5 zusammen reformieren will. Sie hat die Reform der Mindestsicherung
auf die Reise geschickt, ja, wo es darum geht, dass wir endlich, Zuwanderer vor der Plünderung unserer Sozialtöpfe fernhalten. Sie hat eine wunderbare Kammer. Die Krakehlerei. Ist ja vollkommen lustig, aber vielleicht schaffen wir es. Es ist 34 Grad außerhalb und herinnen. Du siehst Vater Morgana. Zuckt der eine oder andere schon wieder aus. Du hast ja nichts gemacht. Also, sie hat auch im sicherheitspolitischen Bereich sehr viel auf die Beine gebracht, auf die Strecke gebracht. Sie haben ein Budget dem Parlament mittlerweile zugeleitet. Das ist eine Leistung. Sie sparen, ja, das stimmt. Nicht sie sparen. Sie haben zum Beispiel jetzt, was das AMS betrifft, ein Sparbudget auf die Reise gebracht, was an sich relativ logisch ist, weil bei einer Hochkonjunktur und bei sinkenden Arbeitslosenzahlen braucht auch das AMS nicht mehr dieses Budget, wie zu einer Höchstarbeitslosigkeit, wie vor wenigen Jahren noch im Nachhinein von dem Wirtschaftskrisenjahr 2008. Auch sehr logisch. Sie macht die EU-Ratspräsidentschaft relativ unaufgeregt, aber ein sehr großes Asset ist Folgendes. Wir hatten die letzten 8 Jahre eine Stillstandskoalition und da saß dieser Ewald Stadler oft genug herinnen und hat geglaubt, er kann als Rekos, als BZÖ, als FÖ, was auch immer, es geht ja nicht um ihn. Hat geglaubt, diese sogenannte Stillstandskoalition zu kritisieren. Und jetzt haben wir das erste Mal eine Koalition, wo zum Beispiel die Sozialdemokraten, wenn es darum geht, 12 Stunden Arbeitszeitflexibilisierung, von Speed Kills gesprochen haben. Initiativantrag im österreichischen Parlament. Die Sozialpartner Aufschrei, die Sozialdemokratie Aufschrei, Pflastersteine und Grabkerzen vor Abgeordneten, also Abgeordneten Monatressen, also muss ja doch etwas weitergehen. Ich weiß schon, dass die berufsbedingte, fleischgewordene Cassandra des dritten Lagers gerne eine andere Situation hätte, um sich persönlich emotional mit Erzfeind Hatze Strache zu rächen. Aber dazu sind mir 8,6 Millionen Österreicherinnen und Österreicher zu wichtig, als diesen elenden Streit aus der Vergangenheit weiter zu tradieren. Weil es geht nicht um den Ewald Stadler, es geht um die kleinen Leute, die derzeit drankommen und eine Reform geschieht nicht. Die hat der Vertreter im alten Politpensionssystem Ewald Stadler noch nie interessiert. Es werden Reformen versprochen, es werden Reformen an die Wand gepinselt und es finden keine Reformen statt. Sie schaffen es nicht einmal, die Kindergartenfinanzierung sicherzustellen. Das ist ja unglaublich. Die Diskussion ist unmöglich. Ja, die ist unmöglich. Also wenn Sie mit dem Stadler reden, das ist unmöglich. Jetzt kommen wir zu ein paar Männer. Es ist einfach daneben. Ja, sehr gut. Herr Bormänner. Also ich finde es wirklich, bin ganz fasziniert von diesem Therapiebedarf, den es offenbar in der zwischen Rechts und Ultrarechts gibt, aber das können Sie dann bitte woanders machen. Es ist natürlich eine Reformregierung. Aber Reform ist in dem Fall nichts Gutes. Also da wird mit Vollgas in die Vergangenheit zurückgefahren. Wenn wir uns anschauen, was da alles zertrümmert wird an Errungenschaften, gesellschaftlichen Errungenschaften, Sachen, die die Arbeiterinnenbewegung erkämpft hat, zum Beispiel den 12-Stunden-Arbeitstag, das ist ein absoluter Rückschritt, zum Beispiel den Stopp des Ausbaus der Kinderbetreuungsangebote. Da wird ein Menschenbild, ein Familienbild transportiert, das sowas von steinzeitlich ist und wo in Wirklichkeit, es ist eine umgekehrte Reform. Zahnstreichen durch den Löger, aber sonst aber ist ja nichts. Passiert etwas und es passiert ein großer Umbau unserer Gesellschaft. Ja. Und der geht manchen Leuten vielleicht nicht weit genug, für mich geht er viel zu weit. Weil was wir jetzt schon sehen, ist, dass die Hauptbetroffenen dieser Reformen natürlich diejenigen sein werden, die sich am wenigsten wehren können. Das sind zum einen die FPÖ-Wählerinnen natürlich, die hier massiv geprellt wurden, wie sie schon wieder, man hat sie nicht gesagt, dass es selber sein wird wie bei Schwarz-Blau 1, sie haben es halt nicht geglaubt, aber sie haben es wieder erfahren leider müssen. Das sind natürlich auch die ganz vielen Menschen in Österreich, die nicht zur Wahl gegangen sind oder die nicht wahlberechtigt sind. Also da werden hunderttausende Menschen jetzt zum Opfer einer Regierungspolitik, die in Wirklichkeit die Interessen von Konzernen vertritt, die Interessen von Lobbys vertritt, wo eine eiskalte neoliberale Politik durchgezogen wird, die wir am Schluss alle miteinander bezahlen werden müssen. Und ich finde es natürlich wahnsinnig beeindruckend zu sehen, dass Gerald Gross sich da als neuer Regierungssprecher bewirbt, hier offensichtlich im Studio, weil so einen Lobhudelei habe ich noch nicht einmal aus den eigenen Reihen gesehen von ÖVP und FPÖ. Der Hausverstand, nicht böse sein, aber bei dem Hausverstand ist einiges schiefgegangen. Aber ganz ehrlich, schauen Sie es ganz nüchtern an. Sie selber, sind Sie Nutznießer von den Reformen dessen, was die Regierung ist? Nein.
Was ist gut an dem, was die FPÖ macht und was die ÖVP macht? Schau mal, Tempo 140, Blendgranate, Rauchereien, Gastronomie, Blendgranate, das ist doch alles Schwachsinn. Das ist auf der Reihe. Das berittene Polizei, Unsinn, lauter Schwachsinn, der da passiert von der Regierung. Und hinterrucks wird das Sozialsystem demontiert, wird unser Sozialstaat ausgehöhlt, werden die Menschenrechte desavouiert. Und wenn sich die drei Herren in eine andauernde Depressionstherapie begeben, aufgrund dieses depressiven Verhalten wie Grausen, plötzlich diese Republik die letzten 8 Monate ist. Das ist doch Hanebüchen. Es ist doch leicht durchschaubar. Jeder will sein Mütchen kühlen und jeder hat einen Grund, eine Kritik derzeit an der Bundesregierung anzubringen. Der eine, nein, weil es halt auch Menschen gibt, die durchaus aus dem bürgerlichen rechten Spektrum kommen, die sich darüber freuen, dass erstens eine rot-grüne Regierung und auch eine elendslange große Streitkoalition zwischen Rot und Schwarz endlich verhindert worden ist. Und das ist ja gut. Entschuldigung. Und da braucht man ja nicht den Teufel an die Wand malen. Der Herr Redakteur spricht von Kürzungen, die selbst der Ewald Stadler als Kaffeesudleserei bezeichnet. Wenn es aber darum geht, gegen die Regierung zu sein, verbrüdert sich extrem links gegen extrem rechts. Das ist ja nur mehr kindisch, was in der Republik abspielt. An sich fühle ich mich als solcher. Zumindest habe ich im Gegensatz zu den anwesenden Herren keine politischen Ambitionen mehr. Jetzt lassen wir Herrn Hoffmann-Osten auf das Wort kommen. Ich möchte einen Teil, also jetzt einen Themenbereich dieser Regierung, möchte ich kurz beleuchten. Also ich habe vor kurzem eine Umfrage, eine internationale vergleichende Studie gelesen. Das sicherste Land in der EU ist Österreich. Ja, das ist das drittsicherste Land der Welt. Ich glaube, erstens ist Singapur, dann kommt Island und dann kommt Österreich. Diese Regierung macht so, als ob wir Griff der Kriminalität wären, der großen Verbrechen wären. Überhaupt nicht der Fall. Also, die normalen Kiewerer kriegen plötzlich Sturmgewehre. Warum eigentlich? Warum nicht? Warum? Damit sie einsatzfähig sind, bitte. Wir haben ja die Cobra und wir haben Einsatztruppen. Die haben sie nicht überall. Die sollen solche Waffen die haben. Die normalen Kiewerer sollen natürlich nicht solche Waffen haben. Was haben sie für ein Misstrauen gegen Polizisten? Es wird so gemacht, als ob wir plötzlich, also die Kriminalität ist auf einem historischen Tiefstand. Ja. Und uns wird eingeredet, es ist alles wahnsinnig gefährlich. Ja. Es wird Des Wilderer von Niederösterreich werden sich herzlich bei Ihnen bedanken für Ihre Ausführungen. Es wird ein Spektakel an der Grenze in der Steiermark gemacht, wo die Polizeischüler dann Flüchtlinge spielen. Ja? Es kommen keine Flüchtlinge. Das ist nur darum. Man kauft ja einen Feuerlöscher, bevor das Haus brennt. Aber das ist um 200.000 Euro, oder? Nicht um irrsinnig viel Geld. Und zweitens einmal, es ist all das. Schaffen wir es ab, das Polizei? Ja. Sollen wir es abschaffen, die Polizei? Nein, im Gegenteil. Wenn das alles so viel kostet. Ja, feierlich, Verzeihung, selbstverständlich. Das ist alles dazu da, um den Leuten Angst zu machen und ihnen zu sagen, um Himmels Willen, also die Kriminalität steigt, die Flüchtlinge kommen in Scham, die kommen immer weniger. Ja, das ist noch nie so. Braucht man ja nur lesen. Und woher kommen die dann nach Spanien? Und die Daten muss man sich anschauen. Kommen immer weniger. Und man will aber dieses Klima der Angst will man aufrechterhalten. Denn das ist die einzige Möglichkeit der Unterstützung. Ja, die machen lauter unmögliche Geschichten gegen die Leute. Das Einzige, was attraktiv ist, weil das glauben die Leute, ist, dass man die Angst schürt. Alles furchtbar ist in Österreich. Es ist nicht furchtbar. Das sagt aber niemand. Und schon mal wenigstens die Bundesregierung. Ja? Aber das sagt niemand, dass alles furchtbar ist in Österreich. Und schon mal wenigstens die Bundesregierung. Nein, gefährlich ist alles. Normal. Wenn man kann über jede einzelne dieser Maßnahmen aus dem Innenministerium diskutieren, genauso wie man über die Pferdeäpfel diskutieren kann. Ja? Pferde ja auch noch. Ja, ja soll sein. Auch kann man über jede, aber das sind alles doch nicht die großen Reformwürfe. Nein. Ich rede von den großen Reformwürfen, da rede ich von einer Bundesstaatsreform. Da rede ich davon, wie man in dem Land sozusagen die Strukturen so verändert, dass wir tatsächlich auch, da rede ich von einer großen Bildungsreform. Von diesen Dingen rede ich. Da rede ich davon, dass wir neue
neue Wege im universitären Angebot werden leisten müssen, wenn wir wettbewerbsfähig bleiben wollen. Ja? Wer soll die liefern? Der stattdessen, ja, ich sag's ja, das ist die Bundesregierung leider nicht. Ich sage leider dazu. Ja. Ja. Stattdessen diskutiert der Minister und die Ministerin wochenlang mit Landeshauptleuten über die Kindergartenfinanzierung. Mhm. Ja? Verstehen Sie, alles ist wesentlich, aber es sind nicht die großen Reformvorhaben. Die großen Reformvorhaben, die diese Regierung versprochen hat, insbesondere der Sebastian Kurz, wo er gesagt hat, wir mit der neuen Koalition werden den Reformstau der alten Regierung beseitigen. Das ist nicht der Fall. Ich bedauere das. Ja? Ich bedauere das als Staatsbürger und als Patriot, dass der Reformstau nicht behoben wird. Und Sie müssen einen Reformstau, müssen Sie dringend angehen, Sie müssen diesen ganzen riesigen öffentlichen Sektor abspecken. Das findet nicht statt. Das der ist Minister, doch nicht das Problem, Herr oh, das ist ein riesiges Problem. Na, okay. Sie haben eine Normendichte in diesem Land, wo der Moser gesagt hat, er wird das abschaffen. Ja. Der Moser kriegt nur Prügel vor die Büste geschmissen, aus seiner eigenen Reihe mittlerweile schon. Ja, Abwärtsker aus Tirol hat ihm jetzt schon gesagt, er soll quasi sich ums Justizressort kümmern und nicht um die Reformen. Das heißt, also, Sie haben einen riesigen eine Normendichte, die Sie abspecken müssen, damit der Vollziehungsaufwand geringer wird. Sie können die Beamten nicht dafür verantwortlich machen, dass sie einen Haufen Normen vollziehen sollen, die sie in Wirklichkeit nicht mehr brauchen. Beamten sind nicht das Problem. Nein, der öffentliche Sektor, der nach wie vor wächst, ist ein Problem. Aber das ist doch im Vergleich zu anderen mir wäre zehnmal lieber, man würde den öffentlichen Sektor abspecken und nicht bei den Sozialausgaben sparen. Nein, man hat Generalsekretäre. Das wäre eine Reform. Ganz kurz, also, ich möchte dem Ewald Stadler recht geben. Ja? Und zwar aus einem schlichtweg einfachen Grund. Es gibt in Österreich ein eigenes Ministerium, geschaffen für Dr. Josef Moser. Nennt sich Bundesministerium für Justiz und Verwaltung und Reform. Ja? So. Dieser Dr. Moser, 12 Jahre lang im österreichischen Parlament, beklatscht für 699 Reformvorschläge. Von allen Parlamentsparteien dafür und gelobt. Und Ländern dafür gelobt, diese 699 Reformvorschläge zu machen. Wird von der Regierungsspitze in die Bundesregierung berufen. Und seit 8 Monaten hört man nichts mehr von ihm. Weder das eigene Justizressort im Griff. Beispiel, 14 Dschihadisten werden in Graz freigelassen, weil die Staatsanwaltschaft keine Anklage zustande bringt. Weil dieselbe Staatsanwaltschaft monatelang an der justizpolitischen Pleite, nämlich an der Anklage gegenüber den Identitären wegen dem Mafia-Paragraf tätig sein muss. Das ist dieser Justizminister und einige andere Justizbannern zu verantworten hat, in seinem Ministerium de facto nie angekommen ist. Und die wesentlichen Reformen derzeit, und das stimmt, die Sozialministerin, die vielgescholtene Sozialministerin Beate Hartinger, offenbar die einzige ist, die sich ans Regierungsprogramm gebunden fühlt und eine Reform nach der anderen in diesen wesentlichen Bereichen abarbeiten will und daher alle möglichen Prügel einsteckt und der Herr Moser auf Tauchstation ist seit 8 Monaten. Und da sage ich, so kann keine Regierung funktionieren. Es kann keinen Innenminister geben, der Dschihadisten festnimmt und einen Justizminister, der sie wieder freilässt. Es kann keine Regierungsspitze geben, die Reformen großmütig ankündigt und großmundig ankündigt. Ja. Und es kann keinen Justizminister geben, Reformminister Moser, der seit 8 Monaten nicht existent ist. Diese Kritik kann ich unterstreichen. In jenen Bereichen, wo die Regierung bisher tätig geworden ist, attestiere ich gute Arbeit, gutes Handwerk. Aber in den Hauptbereichen, nämlich Staatsreform, was ist mit den Ergebnissen des Österreich-Konvents? Wir haben ja sehr viel in den Archiven des österreichischen Parlaments schon tradiert und gewalzt. Da geht es nicht darum, ob der Gerald Großwurt ist. Übles dabei denkt. Ja? Und es sind meistens die selber so sind, die das einem anderen vorwerfen, so nach dem Motto, man will nur den anderen nach dem Mund rennen, weil man was werden will. Das hat ja der Herr Bornmänner auch probiert bei der SPÖ, beim Herrn Pilz etc. Ich brauche nichts mehr werden, ich war schon recht viel. Ich will das kommentieren, kritisch, objektiv, in jenen Bereichen, wo die Regierung im sicherheitspolitischen Bereich tätig hätte werden sollen, ist sie es geworden, ja? Aber in dieser großen Bundesstaatsreform, die wir seit 2003, seit 15 Jahren diskutieren, seit dem Österreich-Konvent, gibt es bisher keine einzige Vorlage. So, das war ein gutes Stichwort, nämlich die Sozialministerin, über die sprechen wir nämlich gleich, über den 150-Euro-Sager. Wir machen noch einmal eine ganz kurze Pause und dann sind wir zurück. Jetzt auf OE24TV, die Insider, der große Polit-Talk. Heute mit diesen spannenden Themen. Faule Abgeordnete. Soll Strafen geben fürs Parlament schwänzen? Reform oder Retro-Regierung? 150 Euro.
Wer kann davon leben? Genau darüber diskutieren im Studio bei Niki Fellner, die Insider, Ewald Stadler, Sebastian Born-Mehner, Gerald Gross und Georg Hoffmann-Ostenhoff. Jetzt auf OE24TV. Die Insider, der große Polit-Talk. Nur auf OE24TV. So, willkommen zurück bei den Insidern. In der Werbepause wurde hier heftig weiter diskutiert. Aber Sie können jetzt auch gleich vor der Kamera weiter diskutieren. 150 Euro, kann man davon leben? Die Sozialministerin sagt ja. Was sagen Sie? Ja, die hat schon zurückgesteckt. Ja, hat schon versucht zurückzustecken. Aber natürlich kann man nicht davon leben. Also es ist nicht nur dumm, sondern es ist auch eine wirkliche Gemeinheit. Ja? Also einfach zu sagen, naja, man kann mit 150 Euro im Monat leben, das ist lächerlich. Sie hat zurückgesteckt, sie hat gesagt, nein, sie hat das ja nicht gemeint für die Leute. Nein, es sind nicht einmal die Asylwerber, sondern es sind eigentlich diejenigen, die noch in der... das hat sie auf jeden Fall zurückgesteckt und so, es ist lächerlich. Aber die Frau Hartinger-Klein ist natürlich normalerweise, also 2000 bei Schwarz-Blau wäre sie schon weg. Ne? Die hat ja lauter Blödsinn gemacht, lauter Unsinn gemacht. Die hat sich vorgeprescht mit der 12-Stunden-Ding. Sie ist vorgeprescht mit Abschaffung der Notstandshilfe. All das, was natürlich zu Mobilisierungen führen wird und geführt hat schon. Also ich stimme überein, dass die SPÖ nicht gerade fest im Tritt ist. Aber so unfähig ist das linke, unter Anführungszeichen linke Lager, ja auch nicht. Ich meine, immerhin waren ungefähr, ich weiß nicht, wie viele Leute waren bei der großen Demonstration, über 100.000 Leute. Nein, ich meine, das ist nicht wenig. Und das zeigt, dass die Gewerkschaft mobilisieren kann. Und es wird, das sage ich jetzt einmal voraus, ein heißer Herbst werden. Es sind lauter Sachen, die anstehen. Auch die Geschichte mit der Sozialversicherung. Ja? Also alle Versuche jetzt, die Selbstverwaltung auszuhebeln, alle Versuche, die Betriebsräte zu entmachten, alle Versuche auch, die Hochbürokratie zu entmachen durch die Generalsekretäre. Darüber wurde ja kaum je diskutiert. Ja? Also dass die Pfeiler dieser Republik, die diese Republik erfolgreich gemacht haben, nämlich die gute Hochbürokratie. Die Bürokratie, die im Unterschied zu anderen Ländern wirklich gut funktioniert, die wird entmachtet, indem irgendwelche Hallerwachen da hergesetzt werden, die irgendwo hergekommen sind. Die haben jetzt die können befehlen den Sektionschefs, die also tatsächlich für die Stabilität und die Kontinuität dieser Republik gelten. Das sind alles eher unangenehme Sachen, die ich alarmiere nicht, ja, weil ich weiß, dass diese Regierung ja nicht wahnsinnig fähig ist. Ja? Also ich meine, von den Ministern hat man ja nichts gehört. Die haben ja kein eigenes Profil, mit Ausnahme der Frau Hartinger Klein. Und das ist ein katastrophales Profil. Ja? Da ist ja nichts. Ja? Der Herr Finanzminister, hat man von dem irgendwas gehört, aus einer ganz schlechten Budgetrede? Nichts. Ja? Von den anderen auch nicht. Ja? Also ich alarmiere nicht. Aber es sind Tendenzen, die gefährlich sind. Und Gott sei Dank gibt es etwas, ja, ich meine, das klingt so komisch, es gibt eine Zivilgesellschaft, die sich dagegen wehrt. Ja. Herr Groß, Sie sehen das ein bisschen anders mit den 150 Euro. Vorher oder? Also was die 150 Euro anlangt, bin ich wirklich beim Herrn Hoffmann-Ostenhof. Mit 150 Euro kann man in diesem Land einen Monat lang nicht leben. Ja, ich glaube nicht einmal, dass man 10 Tage oder 15 Tage damit leben kann. Da geht es jetzt nicht um Theaterbesuche oder um Fitnessstudiobesuche, sondern da geht es um Brot, Grundnahrungsmittel, Nudeln, Reis, Waschmittel und persönliche Körperpflegeartikel. Da kommen sie mit 150 Euro wirklich nicht durch einen Monat durch. Das ist mittlerweile auch der Sozialministerin schon gedämmert. Ja. Da bin ich ganz sicher. Aber das ist nicht das Hauptproblem. Es ist bedauerlich, dass die Frau Sozialminister sich mit diesem Thema selber ins eigene Knie geschossen hat und damit sozusagen es ermöglicht hat und geschafft hat, von den politischen Kerndebatten, die sie führen müsste, ablenken zu lassen. Das ist also wirklich eine Ablenkungsgeschichte und die ist leider aufgegangen. Ja? Das hat sie, aber sie hat die Vorlage dazu geliefert, wie übrigens die anderen mit ihrer Faulheit die Vorlage dazu geliefert haben. Das ist bedauerlich.
Was anderes ist aber die Frage, ob die SPÖ Tritt fassen kann und daraus profitieren kann. Und ich sage Ihnen glatt, nein. Wenn das wirklich so ist, und ich habe den Verdacht, dass das wirklich so ist, wie Sie geschildert haben, dass die SPÖ Funktionäre schützen möchte, Apparate schützen möchte, dann wird sie bei den Wählern damit überhaupt keine Zustimmung ernten. Das ist den Leuten kein Anliegen. Den Leuten ist es kein Anliegen, Funktionäre zu schützen im geschützten Bereich, die seit Jahr und Tag im geschützten Bereich ihre fixen Gehälter haben, ob sie was tun oder nicht. Und draußen muss der Arbeitslose um einen Job anstehen und trägt das Risiko dafür. Dafür ist keine... Da kriegen Sie keine Volksbewegung zustande. Nein, das garantiere ich Ihnen. Sondern was Sie, um den Gedanken noch zu Ende zu führen, wo tatsächlich angesetzt werden könnte, ist bei jenen Bereichen, wo sozusagen heruntergekürzt wird, ohne dass in anderen, viel prominenteren Sektoren auch Kürzungen stattfinden. Der Österreicher ist in Wirklichkeit ein ganz braver Bürger. Wenn er sieht, die anderen strengen sich auch an und es wird dort auch heruntergekürzt, dann ist er bereit, auch was zu tragen. Wo er nicht bereit ist, mitzutragen, ist, dass bei ihm dauernd heruntergekürzt wird und woanders geschieht gar nichts. Und das ist dieser riesige, nach wie vor wachsende öffentlich-rechtliche Sektor. Wir haben wesentlich, ich glaube mittlerweile ist es 1:2, weniger Industriearbeiter als öffentlicher Sektor. Der öffentliche Sektor ist, glaube ich, mehr als 600.000 Mitarbeiter im öffentlichen Sektor. Und sie haben da knapp, was, glaube ich, 150.000 oder 200.000 Industriearbeiter. Ja? Da sieht man schon, dass das Missverhältnis also krass sich entwickelt. Kurz eröffnen, ja, ganz kurz, ich habe ja nicht gesagt, dass das die Themen sind. Also natürlich das mit der Hochbürokratie. Das interessiert die Leute überhaupt nicht. Nein, die Funktionäre in den Kammern auch nicht. Und in den, aber die Kammer interessiert sehr wohl. Die Arbeiterkammer ist nach allen Umfragen eine der akzeptiertesten Institutionen. Ja, aber dass die Funktionäre dort gefährdet sind, natürlich werden die Leute draufkommen, dass sie ohne Betriebsrat natürlich nicht so, also wenn 12-Stunden-Tag, wo ja nichts dagegen einzuwenden ist, dass man flexibilisiert, aber wenn das ohne Betriebsrat gemacht wird, kann das sehr, sehr scheußlich sein. Die Leute wollen auch nicht bezahlt werden. Na, und sie wollen fair behandelt werden. Und sie wollen nicht kujoniert werden. Sie wollen nicht Funktionäre schützen. Nein, aber sie wissen ganz genau, dass sie in den Betriebsräten, in der Arbeiterkammer Leute haben, die sie beschützen. Ich groß noch zu den 150 Euro zu Wort kommen. Ich bin Kummer gewohnt. Ich möchte in einem dem Ewald Stadler recht geben. Die SPÖ wird kein einziges Mitglied auf die Straße bekommen, wenn es darum geht, Arbeiterkammerdirektoren, Sozialversicherungsgeneraldirektoren, wenn es darum geht, Pfründe und Privilegien zu schützen, über deren Diskussion die uns schon seit 30, 40 Jahren lähmt und bereits in den 90er Jahren ja keine Zusammenlegung der Sozialversicherungsträger formuliert hat. Aber in einem möchte ich sowohl dem Herrn Redakteur als auch dem Herrn Ewald Stadler schon widersprechen. Das ist diese Diskussion mit den 150 Euro. Es wird so getan, als wäre das eine abstrakte Diskussion. Wir leben in einer Republik mit 212.000 Stand Ausgleichszulagenbezieher mit 909 Euro im Monat. Das sind Menschen, die teilweise ihr ganzes Leben lang gearbeitet haben. Meine Großmutter ist 97 Jahre alt. Sie hat mit 15 als Schneiderin begonnen. Sie zahlt eine Miete von 480 Euro. Sie zahlt eine Miete von 480 Euro. Sie zahlt 70 Euro Strom. Sie zahlt 70 Euro Wasser. Sie hat ein Zeitungsabo. Und am Ende des Tages bleiben ihr 150 bis 200 Euro. Und so geht es 212.000 Österreicherinnen und Österreichern, denen es mit 909 Euro im Monat nach Abzug von Strom, Wasser, Wohnung, Verkehr, öffentlicher Verkehr ist ja hoffentlich noch kein Luxus für etwas niveauvollere, luxuriösere Leute, die sich halt so selbst gern schimpfen, denen geht schlecht. Und die schreiben jetzt da zu Recht, jawohl. Wenn wir es endlich zustande bringen, dass wir die Mindestsicherung oder überhaupt unser gut dotiertes Sozialwesen in Österreich, ich glaube, da steht außer Streit, dass wir ein perfektes soziales Netz haben mit all seinen Stärken und Schwächen, von einer Migrationsbewegung in die Sozialtöpfe abhalten und bei Zuwanderern ein Staffelsystem einführen, die im Übrigen die Wohnung dazu bekommen, die im Übrigen Verpflegung dazu bekommen. Und dass wir es endlich hintanhalten, dass sich manche Zuwanderer oder zum Beispiel die türkischstämmige, die sich jetzt gerade 50.000 Euro über die E-Card erschlichen hat, steht heute in allen Zeitungen, ist keine Erfindung von mir. Also wenn wir es jetzt tatsächlich schaffen, unser österreichisches Sozialsystem abzusichern, auch aus Sinne der Gerechtigkeit gegenüber jenen 212.000 Menschen, denen es nicht so gut geht, wie Sie in Ihren Statistiken glauben.
und darüber dann groß fabulieren, wie es denn dem sogenannten kleinen Mann in diesem Land geht. Denn der weiß es ganz genau. Der klebt nämlich mit 150, 200 Euro und weiß nicht, was er macht, wenn der Kühlschrank eingeht, wenn der Boiler eingeht. Der hat aber noch 100 Euro, dass er dem Kind zum Geburtstag an Goldtokarten schenkt oder sonst etwas. Diese Menschen gibt es in Österreich. Gibt es? Ja. Und das, sollte, ja, das ist schon unerträglich für Sie, wenn Sie einmal die Wahrheit hören. Schalten Sie mal das Mikro ab, bitte. Der Jurist nennt das, was jetzt gerade geschehen ist, ein sogenanntes Argumentum a maiori ad minus. Das heißt, wenn ich schon nicht von 900 Euro leben kann, dann kann ich noch viel weniger um 150 Euro pro Monat auskommen. Das heißt, also, das ist ja logisch. Ja, ja. Also wenn ich um 900 Euro, das bin ich immer der Meinung. Du bist im alten Politikerpensionssystem drinnen und kannst dich nicht hineinversetzen, wie es Menschen geht, im alten Politikerpensionssystem, wie es Menschen geht, die mit 900 Euro im Monat auskommen müssen. Das verstehe ich. Aber das ist ein Einzelschicksal des Ewald Stadler. Also, die Scheinheiligkeit hier ist wirklich überhaupt nicht mehr zu packen. Also, die Kürzung der Sozialleistungen ist dann leiwand, wenn es Ausländer betrifft, offensichtlich. Wenn es Flüchtlinge betrifft, wenn es Leute betrifft, die nachweislich, jetzt hören Sie zu, Herr Gross, die nachweislich mehr einzahlen, als Sie rausnehmen. Da gibt es Studien, lesen Sie das nach, ich schicke es Ihnen. Worüber wir nicht diskutieren, sind die über 100.000 Millionäre, die es mittlerweile in Österreich gibt. Noch nie gab es so viele Millionäre und Superreiche in Österreich wie jetzt. Kein Mensch in der Politik redet über die. Wir reden nicht über die digitale Dividende. Wir reden nicht über die Steuerflucht. Es sind Milliarden, die jedes Jahr dem österreichischen Steuerzahler verloren gehen. Und da wird überhaupt gar nichts gemacht. Wir reden darüber, dass angeblich viel zu viele Flüchtlinge, Migranten und so weiter nach Österreich kommen, die uns alle das Geld wegnehmen. Unsinn! Völliger Unsinn! Und Sie wissen das auch. Sie sind ja nicht blöd. Sie wissen ganz genau, wo das Geld verloren geht. In Wien sind und dann sagen Sie den 100.000 Menschen, die im öffentlichen Dienst tätig sind, den Kindergärtnerinnen, den Krankenschwestern, den Polizisten, den Feuerwehrleuten, dort wollen sparen. Bei diesen wichtigen öffentlichen Dienstleistungen wollen sie sparen, aber bei den Superreichen schauen sie weg. Also da geht mir das Geimpfte auf. Weil das stellen sich daher, verteidigen zuerst die Regierung, danach schwenken sie um, schimpfen die Regierung. Jetzt verteidigen sie die Hartinger klein, dann machen sie irgendein obskures Rechenbeispiel um ihre Großmutter. Das ist absurd, Herr Gross, es ist wirklich lächerlich. Aber es ist nicht nur lächerlich, es ist auch gefährlich. Und jetzt sind wir wieder dort, wo der Herr Ostenhoff das vorher angesprochen hat. Achtung, jetzt kommt der Das Problematische ist, diese Regierung ist vielleicht absolut unfähig, aber das, was sie schafft, ist eine Verschiebung des Diskurses immer mehr in das Unsägliche und eine Verschiebung der gesetzlichen Basis in das Unmenschliche. Und wenn wir das noch 3-4 Jahre weiter haben, dann sind wir irgendwann dort, wo die Demokratie vollends verloren geht. Und das ist der Moment, wo wir uns jetzt alle auf die Straße zusammenfinden müssen und demonstrieren müssen gegen das, was hier passiert. Ich darf Sie nur um eines bitten. Schonen Sie Ihre Stimme. Weil für den Straßenkampf brauchen Sie nicht die Dezibel, sondern Sie brauchen die Argumente. Und nur weil Sie glauben, im Studio zu schreien, werden Ihre Argumente von den Heuschreckenkapitalisten und von den Konzernen, tragen Sie einen Hugo Boss Anzug und reden von den Konzernen, was ich auch sehr pfiffig finde, die wären nicht wahrer. Ich habe es Ihnen schon einmal gesagt, diese große Masche mit den Steuerflüchtlingen und den großen Konzernen, die wie die Heuschrecken durch die Welt gehen. Das können Sie in vielen Ländern Europas erzählen. Sie können es aber nur nicht in einem Land erzählen, wo der Höchststeuersatz bei 55% liegt. Für wen? Wo die Österreicherinnen und jetzt hören Sie mir zu. Ich bin Ihnen sehr genau zugehört. Wo die Österreicherinnen und Österreicher, heute haben wir den 7. August bis 4. August, vom 1. Jänner bis 4. August, ohne dies ausschließlich exklusiv und nur für den Staat gearbeitet haben. Durch Sozialversicherungsbeiträge, durch Steuerleistung und zwar durch alle. Wer ist der Staat? Bis zum 4. August. Das ist eine statistische Größe. Das könnte auch. Nein, das ist keine statistische Größe. Du arbeitest bis 4. August für den Staat und das ist das Problem. Wer ist der Staat? Das ist schade, weil es gerade sehr schön hitzig ist, aber dennoch, die Regie sagt mir schon zum zweiten Mal, wir müssen leider zum Ende kommen, weil wir ein bisschen überzogen haben. Vielen Dank für die sehr lebhafte Diskussion. Werden wir bei Gelegenheit weiterführen. Wir machen eine ganz kurze Pause und dann sind wir zurück mit den Nachrichten des Tages.